Kam halt noch wirklich so mitten in der Nacht. Ich will halt einfach mal sagen, leuchten wir mal den Weg zur Burg grob aus. Damit zumindest etwas weniger spawnt. Und wir jedes Mal zumindest von unserer Höhle zur Burg laufen können. Okay, das da unten ist gefährlich wegen Monstern. Ah, diese Lags. Ist bisher genau ein Baum gewachsen. Mal sehen, wie gut sich das noch. Da oben ist mehr gewachsen, glaube ich. Aber sieht ja schon mal ganz. Hey, das sieht doch super aus. Auch wieder Holz. Oh nein. Ah, ist doch nicht verbunden. Ich dachte schon, dass den Mist hat mit dem Stämmen vom Turm verbunden. Das wäre nämlich nicht so schön. Dann müsste man nämlich da etwas nachhelfen. Dann würde das nicht von alleine kaputt gehen. Das ist doof. So. Das ist aber eben trotzdem fast immer Nacht ist, wenn ich hier hochkomme. Ist schon faszinierend irgendwie. So. Zieht gerade mal wieder eine Wolke durch. Und dann haben wir noch eine Axt. Schon leicht kaputt ist, aber dafür tut sie es noch. So. Dann mal wollen wir das mal so machen. Mal sehen, wie gut das hier im Moment funktioniert mit den Blättern. Haben wir da unten nicht auch einen Baum gefällt oder war habe ich das mir nur eingebildet? Anscheinend habe ich es mir nur eingebildet. Ne, davon ist. Ne, das ist ein Baum, der von sich selbst aus schon Setzlinge droppt. Gibt's ja auch immer mal wieder, warum auch immer.
Anscheinend haben sie hier irgendwas geändert in der Version. Dass die Dinger quasi so und so nah an einem Baum sein müssen, damit etwas decayt. Und ja, bei den Bäumen, die da wachsen, scheint das teilweise nicht immer gegeben zu sein. Wenn ihr schon sieht. Okay. Ganzen Setzlinge sofort wieder anpflanzen. Machen wir das denn am besten? Also mit zwei Abstand. Ich glaube, das ist vielleicht etwas nah wieder. Nice. Wird man dann sehen, wie nah das ist. Ob das noch gut funktioniert. Sieht dann halt auch überhaupt nicht mehr wie ein natürlicher Wald aus, aber soll es auch nicht. Ich will hier oben bloß immer mal wieder ein paar Bäume fällen. Für Holz. Das ist in allemal gut. So. Dafür haben wir dann genug Platz. So, schön. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Holz und vor allem wieder Steine. Die sind ja ganz wichtig. Aua! So. Kann mir bitte einer erklären, was dieses Tier, was auch immer das ist da hinter mir, mit mir anstellt? Hä? Beweg mich von selber. Jetzt hat's aufgehört. Das war sehr interessant. Wie schön, dass dieses Spiel immer so bugfrei ist. Ne? Okay. Genauso viel Eisen wie Diamanten aus der Höhle mitgenommen. Lol, das funktioniert? Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe keine Spitzhacke dabei. Scheint kriegt man doch Wasser keinen Fallschaden. Auch wenn es nur ein Block ist. Ich dachte, es müssen zwei sein in der Alpha. Ich kann MLG'n. Yay. Gott, wenn das jemand in der Alpha auch schon ausprobiert hätte mit so einem Wassereimer. Oder später gewusst hätte, dass das mal die Revolution in Minecraft sein wird. Zwischen den Profis und die, die nicht so Profis sind. Ja, schnell, ob hier jemand schnell genug ist, Wasser einmal unter sich zu platzieren. Was wollte ich machen? Ich glaube, Spitzhacke. Meine Spitzhacke und dann machen wir gleich noch. Ah, ne, die Axt lassen wir mal. Das heißt, ah, ne. Da fallen jetzt einfach auch alle Bäume schon ab. Wirklich. Ich muss echt angewöhnen, keine halben Dinger mehr zu machen. Oh Gott, sind das viele Setzlinge. Gleich mal alles erstmal wieder anpflanzen hier. Einem schönen quadratischen Muster. Damit auch ja wieder solche Atombäume, die viel zu groß sind, rauskommen. Das wird so hundertprozentig passieren. Vor allem, wieso habe ich eigentlich das Gelände auch nicht eingeebnet? Das hat doch sonst schon überall gemacht, vom Gefühl her. Warum nicht hier, wo es notwendig gewesen wäre? Wo ist eigentlich die Sonne gerade? Ich kann das so schlecht erkennen. Es ist so wolkig. So. Bevor ich das nochmal mache, tue ich mir lieber die Setzlinge auf 2. Auf 8. Ah,
Ah, dann kann ich mit was anderem, das nicht kaputt geht, was kaputt machen hier. Ich will da möglichst lange mit meinen Werkzeugen arbeiten. Auch wenn dann vielleicht Steinwerkzeuge nicht so ganz das Richtige dafür sind. Wenn man lange was davon haben will. Aber die sind materialsparender. Weil so viel Eisen habe ich nicht. Hallo Huhn. Rentieren sich echt Tierställe? Ich meine, die Tiere sind ja wieder weg, wenn man zu weit weg ist. Ich glaube nicht. Ist eigentlich schade, dass Tiere, wenn man sie einsperrt, nicht da bleiben. Vermutlich geht das aber wegen der Engine nicht. Keine Ahnung. Dann tun wir das Schwert mal weg. Das ist eh mehr oder weniger kaputt. Vorne sind schon ein paar Saplinge. So. Dann gehen wir mal da weiter runter. Da waren nämlich noch jede Menge Bäume. Werde ich dann auch gleich mal mitnehmen. Wie gesagt, wir wollen Holz haben. Zwar längerfristig sinnvoll sein, einfach mal die ganzen 4 Stack-Setzlinge, die wir haben, auf eine Ebene in Abstand von 4 Blöcken hinzuklatschen und dann mal wieder nachzupflanzen, anstatt das so zu machen wie ich hier. Auf einer unebenen Ebene, die noch bebaut werden soll später. Dafür haben wir im Moment aber eigentlich nicht den Platz für eine Baumfarm im solchen Sinne. Oh, Kühe. Ich bräuchte auch mal einen Brunnen, weil ich möchte ein paar Sachen anbauen. So das Zuckerrohr zum Beispiel. Ich brauche ja Wasser direkt nebendran, sonst wächst es ja nicht. Wasser haben wir, aber nicht unendlich viel, weil ich möchte nämlich ehrlich gesagt noch was anderes versuchen. Aber dazu bräuchte ich halt mehr Wasser. Warte, da muss. So, funktioniert das? Ja, das funktioniert sogar schon. Oh mein Gott. Das ist praktisch. Gut, dann hätten wir einen Cobblestone-Generator auch hier oben. Dann müssen wir nicht mehr so viel Cobblestone farmen. Ich bin währenddessen mal ganz, ganz kurz weg. Dafür baue ich mich ein, weil es wird bald Nacht werden. So sollte ich sicher sein. Bin mal kurz weg.